Wir haben keine Lohnpreisspirale, sondern wir haben eine Gewinnpreisspirale und ich gehe sogar weiter, wir haben eine Spekulationspreisspirale. So ist es. Dass man mit Einkommen ein Auskommen findet. Dass man davon leben kann. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Wenn wir das in den Fokus nehmen, dann werden wir ganz sicher auch die richtigen Forderungen und die richtige Haltung haben. Wir müssen schauen, wie wir diese großen Margen, die die Gewinner dieser Krise abschöpfen, zurückbekommen, in das Steuersystem einfließen lassen können und schlussendlich wir wieder davon profitieren. Und wir kennen das Jammern im Herbst der Wirtschaft. Jedes Jahr. Im Sommer fängt es an, geht in den Herbst rein, bis knapp vor die Kollektivvertragsverhandlungen. Da geht es der Wirtschaft extrem schlecht. Das kennen wir. Auch wenn es dann im nächsten Jahr Rekordgewinne gibt. Beim gleichen Unternehmen. Aber hier haben wir eine neue Dimension. Die sagen uns auch, dass weil wir vom Bund Förderungen bekommen haben, die wir übrigens mit unserem Steuergeld selbst bezahlt haben, und die kalte Progression jetzt endlich abgeschafft wird. Geld, das uns schon lange zusteht, sagen Sie, das muss eingerechnet werden. Ich finde das eine Unverfrorenheit, so zu argumentieren. Könnt ihr euch erinnern, dass sich die Unternehmen zurückgehalten haben, als es darum ging, große Gewinne einzustreuen, obwohl sie Förderungen und teilweise sogar Überförderungen bekommen haben, da war auch kein Zurückhalten. Ich finde es zynisch, im Zuge von Kollektivvertragsverhandlungen solche Argumente zu bringen. Und ich finde es völlig abgehoben, wenn wir wissen, dass Menschen nicht mehr wissen, wie sie über die Runden kommen und wenn sie sich das Nötigste nicht mehr leisten können. Das ist eine Frechheit. Also lasst euch das nicht einreden. Wir haben keine Lohnpreisspirale, sondern wir haben eine Gewinnpreisspirale und ich gehe sogar weiter, wir haben eine Spekulationspreisspirale. So ist es. Damit, Freunde, haben wir auch keine Inflation, sondern wir haben eine Gierflation. Das ist Gier, was diese Inflation auslöst und sonst gar nichts. Es gibt hier keine Zurückhaltung, gebt Vollgas und fordert Löhne, die uns zustehen. Und am Schluss müssen wir eines erreichen, ich habe es am Anfang gesagt, wir möchten von unseren Löhnen, wir möchten von unserem Gehalt leben können. Glück auf!